Jo, hey, willkommen, mein Name ist AnnyRoyalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Ziadeus erledigt, was wahrscheinlich das stärkste Monster war, als wir je begegnet werden. Und ja, begegnen werden meine ich. Und ja, wir haben jetzt hochrangige Quests freigeschaltet. Und ja, wir haben hier die Wahl, meine Güte, bis jetzt den lila Ludroff zu erledigen, was ein Giftviech ist. Deswegen bin ich schon mal gut ausgestattet. Außerdem wollen wir ja mal sehen, wie das neue Gebiet aussieht. Feuerwehr, Wasserträger. Ich hoffe, der greift immer noch mit Wasser an. Ich wollte das neue Katana einsetzen, was wir von diesen Händlertypen bekommen haben, aber der meinte, apropos, ich sollte mal die Station hier ändern. Ja, geht überall, ist mir scheißegal. Ja, ihr nimm. Und ja, mal gucken, wie das jetzt läuft. Was wollte ich sagen? Ach ja, in der Beschreibung von dem Viech, ich habe mir hier so neue Dingens geholt bei der Händlerin. So Bücher, die einen Informationen geben. Und da waren schon einige neue Sachen drin, wie zum Beispiel Elfbein, Lagiakus, Gletscher, Aknaktor. Ja. Aber die scheinen nicht so viel Sterne zu haben wie die anderen. Also ja. Königs Ludroff, lila Ludroff, ja. Da steht irgendwie, die Befeuchtung der Mine scheint das Wesen zu revitalisieren. Deshalb liebt es feuchte Gebiete. Und das Ding hat irgendwie so einen Wassereffekt, deswegen habe ich das nicht mitgenommen, weil sonst heile ich den irgendwie oder irgendwie sowas. Da wird ja nicht so schön. Hier ist das neue Gebiet. Deswegen habe ich mal hier diese Feuerklinge, die ich aus Rathalos-Klamotten hergestellt habe, mitgenommen. Das sieht doch ja schillig aus. So, oh mein Gott, dann geht unser Abenteuer noch weiter, eine ganze Ecke. Du willst jetzt also über hochrangige Quests erfahren? Glück gehabt, niemand weiß da besser Bescheid als ich. Bei deinen ersten hochrangigen Quests schicken wir dich in ein unerforschtes Gebiet namens Nebelgipfel. Es gibt Flüsse, Berge und Täler, zwischen und auch neue Monster, ein Jägerparadies. Du wirst auf neue Spezies treffen, also keine Sorge, sie haben mehr Angst vor dir als umgekehrt, oder nicht? Aber ein Jäger übersteht alle Widrigkeiten, richtig? Also los, an die Arbeit, Bams. So, Gift. Die geben mir gar nichts. Ha, zum Glück habe ich Sachen mitgenommen. Ihr könnt mich doch mal. Du gib du mir was. Käfer, das ist ja super. Goldenfischköder. Soll ich das ausnutzen direkt? Nein. Boah. Okay, das sieht bunt aus, die Karte. Also jetzt muss ich mir... Kriege ich keine Sachen mehr. Was seid ihr denn für welche? Muss ich meine eigenen Sachen nehmen? Sonst nehme ich mal genug mit. Nom nom nom. Einer. Einfach ein Ei hinterlassen. Ich das abgeben kann? Einfach so direkt mal ein Ei geklaut. Warum denn nicht? Rein damit. Warum nicht? Hier, nimm du das. Echt, muss ich haben, ich muss. Hey, nimm das im Tausch, bring noch ein Exemplar und ich bin glücklich. Jumbo-Perle. Hatte ich glaube ich schon mal irgendwann. Okay. Sehr schön. Aber wir sind jetzt nicht hier, um die zu erledigen. Wir sind hier, um, was gibt's hier zum Beispiel? Letzsteine, ja, ich werde das ja alles offscreen suchen.
Mein hier Kelbis. Wie aus wie ein vollkommen anderes Spiel jetzt. Cool. Mal hier Pilze. Lehmpilz, wieder das übliche, okay. So, da ist wahrscheinlich wieder ein Unterwasserkampf, ne? Yay. Das sieht voll awesome aus. Finde ich jedenfalls. Er sieht jetzt schon so mehr aus wie das Monster Hunter, was ich mal als Demo gespielt habe für die PS2. Da haben wir Yagis. Ich die jetzt alle auswendig kenne, ne? Gibt es ja keine Unterwassergebiete? Das wäre gut. Und natürlich kann man hier hinter einem Wasserfall gehen. Bahabras. Ärzte, die werden noch. Mein Gott, sieht ja episch aus. Röstkugel. Bams. Kavalit-Erz, okay. Ich werde wahrscheinlich, wenn ja wohl hoffentlich mehrere Quests oder so machen können, noch, wenn ich das hier erledigt habe. Hey! Keine Cutscene? Okay. Ah, wie ist die Musik hier? Au! Oh, Feuer. Er tut ja Feuchtigkeit absorbieren, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja, geht's mal mit einer Feuerwaffe da rein. Vielleicht bringt's ja das. Aua. Du wollt mir auf den Nerven gehen? Okay, hier, bitteschön. Boah, die Viecher sind voll schnell. Ich gegen Gift immun, ey, das hätte mir jetzt den Tag versaut. Zum Glück habe ich mir angeguckt, was da für ein Feature ist. Meine Jäger-Notizen. Konter. Da bist zum Glück nur so normales Ludro. Da hat verdammt viel Auszeit, merke ich gerade. Ich glaube, dieser Feuerschaden bringt es auch. Jetzt laufe ich nämlich nicht und da zieht verdammt viel ab. Was Viech. Weil ich keine normalen Vorratsobjekte mehr kriege, nervt mich ein bisschen. Ja, ich weiß, wie man Ludruf bekämpft, egal welche Farbe. Ja, komm her. Mach nicht die ganze Zeit so einen Rollangriff, ey. Ich merke gerade, wie nervig jetzt doch was ist, gegen die Viecher zu kämpfen. Das wird eigentlich nicht so lange dauern, glaube ich nicht. Wenn ich nicht einen Gegengiftanzug an hätte, sag ich mal, dann wäre nervig. Ja, merke ich, dann kann man doch. Zieht auch viel ab, das Viech, ne? Ja, okay, ich habe jetzt auch eine richtig beschissene Rüstung an. Wenn das hier mit meinen Dingens, Lagiakus-Klamotten vergleicht. Oh, sehr ja verdammt schwach. Oh, den Angriff kenne ich nicht. Sehr gut. Wir sagen, die Feuerklinge bringt's. Will so ein Zerdeus Schwert haben, so ein Großschwert. Das sieht voll geil aus, macht voll Schaden, glaube ich. Irgendwie 700 noch irgendwas möchte ich haben. Da muss ich verdammt oft gegen das Viech kämpfen, glaube ich. Oder jetzt vertreiben. Aber storymäßig mussten wir ja nicht gegen dieses Viech aus dem Intro kämpfen, mit diesen Beulen im Vulkan. Ich dachte, das wäre irgendwie der Endgegner. Oh Mann, ich muss aufpassen. Kann mich mal jemand heilen? Danke. Oh, was? Oh. Oh Mann. Muss es mich nur unbedingt treffen, ne?
Du musst es einfach. Oh, der Drecksack. Macht auch Scharlackding, ne? Warum nicht kriege ich hier so erweiterte Rüstkugeln oder so? So ganz normal. Als Standard-Rüstkugeln, so wie die anderen. Was? Ich kann doch. Dann gehen wir am Sohn da lang. Ja. Oder geht's sogar da lang? Gut. Nee, ist nicht gut. Da ist irgendwie andersrum da. Nicht da lang. Da muss ich doch unten nehmen. So, Gebiet 8. Ja, genau hier. Da waren wir ja schon. So, jetzt aufpassen. Jetzt sehen wir immer voll viel ab. Ja, mein Dingseffekt merke ich gerade, ist ja jetzt auch weg. Mein hier, mein Effekt, den ich vom Essen hier bekommen habe. Super. Jetzt schon abgetrennt, ja. Hat schon schwach. Königsblut drauf schweift. Okay, der scheint. Damit der hinterlässt die gleichen Sachen. Also traurig. Ich ja gar nicht oft dagegen kämpfen. Also dann schlecht. Jetzt kommt eine Mähne dran. Eine Bananenmähne. Hier ist halt irgendwie so eine Zuckerwattenmähne. Vom Königsdudorf habe ich mal an Bananen erinnert. Du hast eine Zuckerwattenmähne. Der fällt schon wieder um, okay. Komm schon, geh mal kaputt. Die Waffe bringt's aber auch. Au. Nur halt Viech, das zieht so viel ab. Oh, schon wieder auf die Fräse geflogen. Hier gehe ich aber auch voll ab mit dem Teil. Schon. Oh nein. Sieht aber auch viel ab, ey. Ja, ich weiß nicht, wie stark die anderen Viecher sind. Ich habe auch mal geguckt. Oh geil. Aber für Sachen, ja, Klamotten ist hier vom Dingens machen kann, die sehen auch episch aus hier. So göttliche Rüstungen. Helios oder so heißen die. Ja, Helios. Verteidigungsstärke 100 brauche ich, das war knapp. Ach so, meine Waffenschärfe, ich kann es vergessen. Ja. Das heißt, es ist aber auch keine Erste-Hilfe-Sachen mehr. Finde ich ein bisschen doof. Aber der Kampf scheint nicht mehr lange zu dauern, habe ich so Gefühl. Looten wir hier ein paar Sachen. Ja, Eisenerz. Oh, Erdkristall, das sind genau die Sachen, die ich schon, weiß ich nicht, drei, vier Stacks habe in meiner Box. Kavaliterz, das kann ich gebrauchen. Ja, da brauche ich irgendwas, ich weiß es nur nicht mehr. Das Gute ist, das Vieh scheint nicht unter Wasser zu gehen. Das macht es schon ein bisschen sympathischer als der Königsblut drauf. Vorräte geliefert. Willst du mich auf den Arm nehmen? Jetzt wurden die Vorräte geliefert?
Für mich ist. Also was, soll ich jetzt mal 10 Minuten warten oder was? Nein, da wollte ich doch, da wollte ich hin. Kann ja noch abtrennen, die Mähne, und mein Gott, wie schnell das Viech ist. Ich schatze den einfach ein in die Fresse haut. So, das Ding ist ab. Ich weiß nicht, was man den noch abtrennen kann. Das sieht so viel ab. Nur solange ich nur Tränke verbrauche. Tränke, die kann man kaufen. Davon habe ich irgendwie 3-4 Stacks oder so. In meiner Box. Irgendwie als Vorrat gekauft. Soll ich mir das Zuckerwatte bitte? Okay, Vivantrainer. Große Vivantrainer nehme ich mal an. Ich darf mich ja kaum treffen lassen von denen. Daneben. Du tust mal mit Tanzen stören. Nicht eine gute Möglichkeit, eine Gelegenheit, gerade neue Kombos herauszukommen. Meine Güte, der fliegt da dauernd jetzt auf die Fresse. Ja gut. Der hat doch nie im Leben genauso viel wie der Königszug auf aus. Der hält doch viel mehr aus. Oh, schon wieder was kaputt gemacht. Gut. Ja, komm, dann geh mal drauf langsam. Ich habe einen ältesten Drachen hier erledigt. Was willst du denn dann dagegen ausrichten? Ich kann einfach weiter auf die Mähne drauf. Also, wenn ich mal nicht gerade mit einem Riesenschwert kämpfe. Die Kämpfe ganz schön. Oh, was zum hektisch, finde ich. Oh, danke. Oh Mann, ich habe da nicht so viel abgezogen. Aber ja. Alter, jetzt geht noch mal drauf. Au, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich darf nicht noch mal verrecken. Also ich darf schon noch mal verrecken, aber ich habe keine Lust drauf. Der scheint immer noch nicht geschwächt zu sein. Alter. Und das ist nur so ein Ludroff-Viech, ey. Ich will gar nicht wissen, wie er so ein, weiß nicht, hier, wie das andere Lagiakus-Viech nochmal hieß. Weil der normale Lagiakus ist ja schon stark. Ich muss echt irgendwie an Waffen hier aufstocken, hab ich das Gefühl. Na komm her. Ist doch schon leicht tot, oder? Mal schauen. Jetzt muss ich dir noch gegen die rüber hauen. Au. Ich bin zu knapp. Nein, nicht auf mich. Mann. Auf andere mit deinem Stummel hier wegzuhauen, das ist ekelhaft. Ach schon, Ferlek. Ach, da hinten konnte ich mal auch was kaputt machen, okay.
So kann man kaputt gemacht, ne? Wir. Also wir hauen ihn hier so weit von kaputt, ne? Aber der ist immer noch am Leben. Jetzt ist er angeschlagen, hab ich das Gefühl. Na komm. Ich hau dich noch hier kaputt. Vielleicht ist der Feuerschaden auch doch nicht so gut gewesen. Vielleicht dauert er deswegen so lange. Geblieben, kotzt mir nicht. Ha, ich könnte ihn jetzt eigentlich fangen, aber ich will ihn aber kaputt haben. Ja, oh, ey. Glaub ich, dreh am Rad. Ja, jetzt kommen die auch noch. Angetreckt. Ernsthaft, ihr Viecher wollt noch gegen mich kämpfen? Oh, achso, ich dachte, er hat voll auf die Phase geflogen. Oh. Schon wieder eingefallen. Na los, komm schon! Oh. Geh mal kurz und hol mir die Vorräte ab. Haut schon wieder ab. Wohin gehst du, Mann? Boah. Ach, da hätte ich mich in Ruhe hier schleifen, hätte ich in Ruhe schleifen können. Hey, die gehen auf den los, geil. What? Bullshit. Ich frage noch mal, wenn das so weitergeht. Ich meine hier. Jetzt brauche ich da auch nicht mehr. Na, schon wieder mir umgefallen, ne? Also dann kannst du auch mal aufgeben hier. Gibt bestimmt eine Waffe hier, dass ich die nicht so schnell down kriege. Bestimmt gegen Feuer oder so. Weiß ich nicht, gewappnet. Da will mir echt den Tag ruinieren. Also langsam kann es auch mal drauf gehen. Jetzt wird es ein bisschen lächerlich hier. Wir sind doch eindeutig hier dich am fertig machen. Ich hoffe, wie der schon hier auf der Seite lag, ey. Gibt's doch nicht. Ah, endlich. Mein Gott. Oh, hätte ich jetzt eigentlich. Ich möchte jetzt aber auch. Oh, das mit der Karte. Popo Schwammhaut, okay. Da kann man ja noch was looten. Ganz schnell. Was ist das hier? Nüsse. Später Nüsse. Ja, okay, looten wird jetzt nicht mehr so schön sein. Oder muss ich die ganze Zeit hier mein Dings gucken? Mein Inventar. Okay, da haben wir ja noch einiges auf uns zukommen. Ja, verdammt.
Ich hoffe jetzt natürlich nicht, die tun jedes einzelne Monster ja recyceln, weil dann werden es noch mal 30 Parts. Ja, warte mal, hier Sprint. Du drauf, Schuppe plus, Rüstkugel plus. Erweiterte Rüstkugel, jawohl. Irgendwas mit Glänzen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da haben wir hier Angriff, wow, das sind sogar epic Sachen. Lila du drauf erledigt, zeitloser Berg. Okay, was hat die Quest-Tante jetzt zu sagen? Wow, hast du toll gemacht und, oh Gott. Okay, Idee für neue Maske, explodiert in bla 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 bla, weiße Maske mit Buschke, Graubart. Betreibt böse Schwingungen, jeder kommt wieder mit Chakraspur, bla bla bla, du bist eine neue Maske. Was, zum Partie ist gestiegen? Okay. Tun ja jetzt nur ein Spiel, oder nicht? Hey, machst du neulich mal im Morgenwald? Was? Die Wälder sind für einen erfolgreichen Jäger wie dich zu langweilig? Ich wusste, dass du was sagen willst, aber was wäre, wenn ich dir erzählen würde, Trommelwirbel bitte, dass du jetzt auch bei Nacht in den Moggerwald kannst. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist ganz einfach, bei Nacht kommen die wirklich gefährlichen Monster aus. Darum durftest du noch nie nach Sonnenuntergang da drin. Wir können nicht auf einen verdammt guten Jäger verzichten. Offenbar kann man bestimmte Waren nur bei Nacht finden. Jetzt wird der Wald schon viel interessanter, oder? Aufträge bei Nacht sind gefährlicher, aber Gefahr ist ja dein zweiter Vorname. Mach aber keine Dummheiten. So, damit wäre das erklärt. Du sollst dich ab und zu mal auf einen mächtigen Streifzug begeben. Oder lose Nacht. Lila Ludwig. Wolfango, okay. Die laufen jetzt auch darum. Ja gut, ach, du willst immer noch was. Ja, wegen der Maske, ne? Ja, ich. Neue Maske, bla 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 bla, ich weiß. Ja, was ist hier? Hey, schön dich zu sehen, weißt du was? Ich feiere die Niederlage des Zierlos mit Sonderangebot. Meine Regale sind voll mit neuen Waren. Du kannst im Moment der Jagd, wenn deine Chance da ist. Hier ist dein Moment zum Einkaufen. Vergeige es nicht. Mhm. Ich sehe nichts Neues. Da ist nichts Neues. Das sind die Sachen, die ich schon vorher kaufen konnte. Eisenkostbühl und all sowas. Okay. Hey, Grünschnabel, ich bin froh, dass du da bist. Hab gehört, du willst ein Monster-Unterart fertig machen. Finde ich gut. Brauchst einen starken Blase. Ha. Ich sagte was, wenn du mir Elite-Monster-Teile bringst, fertig ich dir eine Meisterrüstung. Viele. Oh, und da du in Zeros gezeigt hast, wo es lang geht, schenke ich dir einen fortgeschrittenen Rüstkugel. Bin wie eine Rüstkugel, aber fortgeschritten. Das verbessert mit den normalen Rüstkugeln hat seine ganzen Grenzen. Aber damit ist alles möglich. Sie sind schwer zu finden. Hast du aber genug von den Babys, erhältst du einen sehr guten Schutz. Hier, bitte, Grünschnabel. Ja. Erweiterte, das wüsste ich doch schon vor. Mein Gott, man will denn jetzt schon wieder mitreden. Hey, bevor ich vergesse, kannst du wohl dem alten Juni, also mir einen Gefallen tun? Der Wanderkoch hat etwas von einer besonderen Hefe erzählt, die besser schmecken soll als manches Gericht. Stell dir nur das irre Brot vor, das ich davon backen könnte. Mit irre meine ich unglaublich Gutes. Ich würde ein paar Bisse dieses Brotes für deinen Körper gut tun. Ich habe deine List geschrieben. Versuch bitte, die Sachen nebenbei zu besorgen. Blablabla. Ja. Also noch was. Da habe ich einen Lila-Lu drauf gesehen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob es am Zerleus liegt. Blablabla. Und mir das hier noch angucken. Hefehilfe, okay. Ich weiß nicht, wie du zum ersten Mal in dieses Dorf gesehen bist, grün wie die See, aber sieh dich jetzt an. Meine Jungs sind so neidisch. Sie haben einen Doppelschicht gearbeitet. Sie fischen mit Ehrgeiz. Mal sehen, ob sie von nun an mehr fangen. Es hat sich ausgezahlt, ihnen Feuer unter Mittern zu machen. Okay, cool. Mein Gott, so viele Leute wollen mit mir reden, Mann. So. Hey, das wirst du kaum glauben. Wir hatten unseren ersten Erntekönigstrüffel. Der Wanderkoch hat von uns eine Weile gebeten, sie anzubauen. Mein Magen knurrt, wenn ich nur an vier neue Rezepte denke, die er damit erfinden wird. Also, in der Kanine kommst du Gerichte mit Königstrüffeln. Schau doch mal vorbei. Okay, cool. Alter. Trüffel als Gemüse? Vielleicht Pilze oder irgendwie sowas? Ich weiß halt nicht. So. Wow, du hast deinen ersten hochrangigen Quest abgeschlossen. Ich wusste es ja.
Ich sollte dich wohl den Helden vom Mara nennen. Der Superpirscher, der Jäger, der Jäger. Schmeichelei. Oh, ich hörte, dass Komplimente manchmal ganz gut tun. Aha, nur so als Hinweis. Ach, vergiss, auf ermunternde Worte sind wohl nicht dein Ding. Ich habe ja hier was für dich. Hier eine Anfrage für einen Beitrag auf eine Unterart. Unterhandquest kommt von allen Seiten rein. Lass uns alle erledigen. Ja, oh Gott. Erntetour auf Flutwald. Wer gibt meinen Tanten? Warum muss ich denn das nochmal machen? Er jage einen Ratian. Nochmal. Königsludrop. Er jage alle großen Monster. 10 Jahre. Ja, okay, da bin ich wohl offscreen ein bisschen beschäftigt. Weil ich natürlich alle Viecher erjage. 2 Azuros. Wolfango. Das Gelbe vom Ei. Sein oder gib einen Katzenpass ab. Okay. Ja, ich werde dann natürlich alle Sachen machen, die jetzt hier nicht so neu sind, wie zum Beispiel ein Ratian erledigen oder irgendwie sowas. Und ja. Das sind, glaube ich, andere Viecher, ne? Und überall, wo neue Viecher sind, da lasse ich die Finger von. Also, ja. Weiß nicht, wann ich mich das nächste Mal hier zurückmelde. Aber es geht anscheinend noch weiter mit diesem Projekt. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.